So, good afternoon. Oder haben wir schon Abend? Ich weiß es nicht. Jetzt versuche ich mich mal, was ich noch nie gemacht habe, ein sauerteigrockenes Brot. Mit Sauerteig habe ich überhaupt noch nicht gebacken. Mal mit Trockensauerteig. Das hatte ich noch mitgebracht hier nach Thailand. Das hatte ich mir mal im Supermarkt. Ist mir das über die Finger gelaufen, also ein Trockensauerteig in der Tüte. Aber so richtig gescheit ist das auch was nicht. Jetzt habe ich ein Rezept, YouTube natürlich, gefunden. Und da schauen wir mal, ob das was wird. Denn ich brauche morgen ein gutes Brot für die Bratwürste mit Sauerkraut und unsere Gäste. So. Da. Dann nehmen wir 400 Gramm Roggenmehl. Hoppa. Ja. 300. Fast die ganze Dose. 390. 401. Wunderbar. So. Und dann haben wir hier noch Weizenmehl. Brauchen wir 300 Gramm. Wunderbar. Meine Frau und überhaupt die Thailänderin, die können das immer so ganz fix mit dem Gummi verschließen. Ich check das nicht und habe auch immer ein Problem, das dann aufzubekommen. Ich mache das auf die althergebrachte Art. So, okay. Dann gibt es einen Esslöffel Salz. Gut. Und verrühren wir das. Okay, jetzt habe ich vergessen, erst das Anstellgut oder erst das Wasser. Ich denke Anstellgut, erst das Wasser. Okay, hier haben wir 450 Gramm Wasser. Lauwarm, immer lauwarm, das Wasser steht hier im Kasten. Und bei 30 Grad Zimmertemperatur ist das lauwarm. So, dann haben wir hier 70 Gramm Anstellgut. Also Sauerteig, der letzte Rest, meine Frau macht morgen wieder 9. Da bleibt Reste drin, da werden es nur 65 sein.
Das macht doch auch nichts. Laut Rezept 60 bis 80. Okay. Gut. Verrühren wir ein bisschen und dann kommt es in die Küchenmaschine. Lassen wir das ein paar Minuten kneten. Knetet wunderbar. Das wird ein schöner, fester Teig. Noch 2-3 Minuten, dann ist gut. Okay. Hoppa, der Hose ist so stark. Der geht ja schon. Zieht den Knethaken raus. Lassen wir ungern so viele Reste hier an den Knethaken. So in manchen Videos, die man sieht, die lassen das alles dran, aber ich bin da irgendwie anders. So. Hier eine Schüssel. Die werden wir ein bisschen ölen. Und tun Olivenöl. Saporoso. Jetzt versuchen wir mal den Teig da reinzubekommen. Mächtiger Teig.
sehr stark. Ein bisschen einnehmen, damit nicht da so an den Fingern klebt. Ein wenig. So, hier ist der Teig. Den lassen wir jetzt 3 Stunden gehen. Und jede Stunde werde ich ihn einmal ein bisschen dehnen und falten. Und dann kommt er in den Kühlschrank über Nacht. Guten Morgen. Nächster Tag, es geht weiter mit unserem Sauerteig Roggenmischbrot. Der hat sich jetzt 1 Stunde aufgewärmt und schaut mal, wie herrlich der gegangen ist. Ja, ist noch ein bisschen kühl, aber ich denke, das ist okay. Jetzt mehlen wir das hier ein bisschen ein. Das hier nass. Ach, und die. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier rausbekommen. Ja, hab's gut eingeölt gehabt. Das wird ergeben. Sieht gut aus. Da ist er schon. Herrlich. Falten wir den noch ein bisschen. Ja, das reicht schon. Gut aus.
Jetzt kommt er in den Gärkorb. Da darf er noch mal eine Stunde ruhen. Schluss nach oben. Okay. Abdecken. Und tschüss, bis in einer Stunde. So, jetzt hat er ausreichend im Gärkorb gerastet. Jetzt befördern wir das hoffentlich unfallfrei auf das Blech mit Backpapier. Jawohl. Ja, das sieht doch gut aus. Prima. Give me this knife, please. Jetzt werden wir es noch einschneiden. Okay. Der Ofen ist vorgeheizt, 240 Grad. Die bekommt das Brot jetzt 10 Minuten. Dann schalte ich runter auf 200 Grad und nochmal so circa 50 Minuten. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es ein bisschen zu früh aus dem Körbchen gestürzt. So ist es ein bisschen auseinandergelaufen. Es wird ein flaches Brot, aber für das erste Mal wollen wir zufrieden sein. Also denn. So, da haben wir noch heißes Wasser unten reingegeben, damit es noch schön Wasserschwaden, Dampfschwaden bekommt, für eine schöne Kruste. Das heißt, eine Stunde warten. Oh, so. Ist das ein Brot oder ist das ein Brot? Sieht herrlich aus. Jetzt muss es abkühlen. Und dann werde ich einen Anschnitt machen. Und unsere Gäste können es dann gleich zu Bratwurst und Sauerkraut essen. Okay. jetzt werden wir es anschneiden und schauen, was daraus geworden ist. Und dann dürfen es unsere Gäste gleich probieren, zusammen mit fränkischer Bratwurst und ein wenig Sauerkraut. Okay, danke. Ist das nicht herrlich? Ein wunderbares, wie das duftet. Richtig gut, richtig gut. Okay. Und so sieht das Ganze denn aus. Die leckeren, schönen Bratwürste, das selber gemachte Sauerkraut und dieses herrliche Sauerteig-Roggenmischbrot. Mmh, lecker. Also. Und nun dürfen unsere Gäste probieren.
Geschäftsmann immer am Telefon. Und? And? Take it in your hand. Yes, and hum. Yes. Also, dann noch guten Appetit. Und hier sage ich, gehabt euch wohl.